Ach, ich will doch eigentlich nur von diesem Ort weg. Was treibe ich hier eigentlich? Die sind natürlich nur bei mir unten an der Farm. Da, wo sie halt stören. Hier oben, wo man sie mal wirklich braucht, sind sie nicht. Genauso wird es nämlich laufen, wenn ich jetzt einen anheuer. Binne, was tust du da? Geh bitte von meinem Monitor weg. Und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Spinne, warum kämpfst du jetzt meinen Monitor? Wo bist du jetzt hin? Spinne, was ist dein Plan? Gesundheit, geh da in den Pott. Meine Güte. Ja, letztes Mal haben wir ja das Burgerzelt des Inquisitors fertiggestellt und gesehen, dass wir damit sehr viel Geld verdienen können. Ansonsten, ja, ich glaube, ich fange mal direkt an, hier zu arbeiten. Wir haben sehr viel, das wir machen können. Wir können zu Madame, wie auch immer sie heißt, die in der Kneipe da ist, und ihr eine Goldstory bringen. Wir können die Kirche upgraden. Wir müssen morgen eine Zeremonie abhalten. Ja, ich weiß gar nicht, was wir alles machen können. Wir können sehr viel machen. Und, ja, aber erstmal konzentriere ich mich, glaube ich, auf die Banker. Das heißt, wir werden sehr viel schlafen, arbeiten, so wie es halt auch im echten Leben ist, sehr häufig. Und ja, wenn halt irgendwas anderes ansteht, machen wir das. So wie morgen halt die Zeremonie oder danach, I'm so refreshed, danach die Madame in der Taverne besuchen. Aber erstmal heißt es, wir stehen hier und machen Sachen. Wenn ich mit den Jointings hier fertig bin, muss ich auch noch die anderen Bretter machen. Stoff haben wir ja schon. Und ja. Ich meine, wenn wir Glück haben, kriegen wir die morgen schon fertig. Aber ja, ich weiß nicht, ob wenn wir jetzt schlafen gehen, wir direkt eine Zeremonie abhalten können. Ich glaube nicht. Das heißt, wir werden erstmal noch ein wenig arbeiten und die Zeremonie dann am späten Nachmittag oder Abend abhalten. Aber das ist ja nicht so schlimm. I'm so refreshed. Ich glaube, für die Zeremonie brauchten wir sowieso keine Energie. So, wir haben 24 davon. Das heißt, wir brauchen noch 48. Ich meine, es wären Wooden Planks gewesen. Oder waren es Wooden Beams? Ich meine, es wären Wooden Planks gewesen. Und davon haben wir 11 Stück. Das heißt, wenn wir 48 brauchen, brauchen wir noch 37. Und ich glaube, die machen wir am besten hier dran. Können wir einige Loks verbraten. Ja, wir können gar nicht so viele machen, wie wir brauchen. Dafür muss erstmal neues Holz geliefert werden, aber das ist gar nicht so schlimm. Dann könnten wir das vielleicht sogar ausnutzen, wenn das einmal komplett leer ist und vom Friedhof direkt was wegräumen. Und ja, dann können wir da auch mal ein bisschen aufräumen. I'm so refreshed. Ja, dann verbrauchen wir doch jetzt noch ein bisschen die Holzblöcke. Und bringen dann direkt mal zwei Baumstämme vom Friedhof mit. Wenn wir jetzt sowieso gleich zur Kirche rübergehen. Jo. Ich weiß nicht genau, ob ich was zu essen brauche. Deswegen nehme ich einfach mal so ein... Also ob ich Energie brauche, um das Prayer da herzustellen. Ich meine nicht. Aber für den Fall der Fälle haben wir jetzt auf jeden Fall etwas, was uns Energie bringt. Oh, und es ist mal wieder jemand im Beichtstuhl. Das ist ein Wunder. Das ist sehr selten der Fall. Ich meine, ich gucke auch nicht jeden Tag, aber ja, keine Ahnung. Prayer of Faith, wie immer. Craft. Das kostet uns keine Energie. Habe ich den Fisch umsonst mitgenommen, aber das macht nichts. Dennoch möchte ich ein paar Worte sagen. Und unsere Kirche ist wie immer wunderbar. Das finden alle ganz gut. Geld lässt du trotzdem nicht da. Aber ja, das wird sich ändern. Hoffentlich, wenn ich die Kirchbänke baue. Vielleicht gibt es da noch mehr Faith. Ich weiß nicht genau. Eins von beiden beeinflusst, glaube ich, das Geld, also der Friedhof oder das Innenleben der Kirche, und das andere ist Faith. Ich weiß nur leider nicht mehr, welches war. Ich weiß auch nicht, wo man das nachgucken konnte. Ich glaube, ich habe es im Internet gelesen, weil ich wissen wollte, was das bringt, die Qualität aufzubessern. Das wird einem ja auch nirgendwo gesagt. Wir nutzen nur unseren schönen Trick, um zwei Stämme gleichzeitig zu tragen. Wir haben eh mehr als genug da drüben. Ist halt auch nicht so einfach. Ich glaube, tatsächlich ist es auch nicht viel schneller, weil man ein bisschen darauf aufpassen muss, was man genau hier tut. Aber immerhin ein bisschen. Und zack, zack. Er hat schon wieder so viele rangekarrt, aber unsere passen da noch hin. Ja, und dann können wir auch direkt wieder schlafen gehen. Und morgen müssen wir Madame in der Kneipe besuchen.
die ihre Goldstory bringen. Die haben wir, glaube ich, sogar schon dabei. Ich meine nicht, dass ich die weggepackt hätte. Das heißt, wir können morgen auch direkt, wenn es Tag wird, in die Kneipe rein. I'm so refreshed. Ja, aber erstmal stellen wir noch hier ein Holzbrett her. Und wir können eigentlich auch direkt noch ein paar mehr. Wir haben 27, 36, so, das sollte dann reichen. Wenn wir nochmal 5 Stück herstellen, dann haben wir alles, was wir für die Kirchbänke brauchen. Gut, die müssen wir uns dann auch noch hier schnappen, die restlichen aus der Kiste. 50 Stück, das passt wunderbar. Den Stoff haben wir auch. Wir haben die Gold Story. Wir haben Gläser, die... Ich weiß nicht, hatte ich hier irgendwo Gläser reingetan? Ich glaube nicht. Die können runter, aber auch in den Keller. Ich glaube, ich lege mich nochmal schlafen, weil dann können wir erstmal rüber zur Kirche und die Bänke ein wenig bauen und dann von da direkt rüber zur Kneipe. Oder wir gehen zuerst zur Kneipe und dann rüber. Wie auch immer, wir haben dann auf jeden Fall wieder volle Energie. I'm so refreshed. Ja, es ist ja jetzt schon Tag. Die Madame sollte ja auch da sein. Ich pack auf jeden Fall mal die Storys hier rein. Wir haben auch noch 3 Burger. Aber die wollen wir ja lieber für Dingsterbumster aufbewahren. Weil das richtig viel Geld gibt. Wenn der Inquisitor wieder kommt und wir unser Burgerzelt aufmachen können. Da brauchen wir nur jede Woche. Ich weiß nicht, ob man wahrscheinlich... Wahrscheinlich braucht man immer Gold, Bier und Burger. Von daher... Ja. Aber ich glaube, das bringt trotzdem mehr, als wenn wir das bei uns in der Taverne verkaufen. So, hier, Madame, Miss Charm. Ich habe deine Gold Story. It's a love story. I hope it will get the audience into the right mood. What would I ever do without you? Und dafür kriegen wir eine Bronze Story. Ein wunderschöner Tausch. Seems like I'm irreplaceable. By the way, do you know the local farmer? Yes, I trade with him. Good, talk to him. Man to man. I need his daughter Alisa to accompany me to the royal concert. She's so good and so beautiful. Maybe some nobleman will appreciate her beauty. Even the king himself. Perhaps the poor girl is mute, but that can be a big advantage for her. So what's the problem? Oh, it's not a big deal. I just need her father to formally grant her permission so she can travel with me to the town. Okay, ich weiß nicht. It doesn't approve of her musical interests, but maybe you'll be able to convince him. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem Farmer schon gut genug befreundet bin. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich in sein Haus darf, aber ich wusste nicht mehr... Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Freundschaftspunkte man dafür brauchte. Vielleicht brauchte man noch gar nicht so viele. Naja, wir schauen mal. Farmer! Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast, aber... Wo ist er denn? Schon wieder zu früh? Farmer! No. Not now, okay. Wie immer. Ja, nicht zufällig die Treppe hoch, oder? Nein. Vielleicht ist sie da oben. Warum habe ich die noch nie gesehen? About Alisa. I'm here to ask your permission to let your daughter go to the town with Miss Char. It's a great opportunity for her. I need her here. We have a lot of work to do on the farm. Besides that, I don't trust this actress. She already spent too much time helping out at the tavern. I don't like it. Hey, you want to help Alisa? Yes. I like when she plays. I want to help too. If you help my uncle to fix the mill, then father will be so happy. I'll ask about Alisa and I bet he'll let her go. Thank you. I'll talk to your uncle. Wer weiß, was der jetzt braucht. Ach, ich will doch eigentlich nur von diesem Ort weg. Was treibe ich hier eigentlich? Naja. Hallo, Onkel. I get so tired without any work to do. I'd like to help fix the mill. Do you know what the mill needs for repairs? You're welcome to give it a shot. I tried to fix it myself, but I only made things only worse. I have this manual for the thing, but it's in Latin. Oh my, and back home we blame IKEA. It says we need stone and steel parts. Okay, let's see the instructions. Where's the last page?
There weren't any pictures on it. I thought it wasn't important. And the paper was so soft. No. I see. Geometry isn't really my strong suit. I think I'll need the astrologer's help to figure this stuff out. Ah, du meine Güte. Was ist denn hier mit dem Maulwurf? Kann ich den ausgraben? Ja. Gehen wir zur Kirche und bauen die Sachen. Ja, ja. Nein, wir gehen zur Kirche und bauen ein paar Bänke. Und ja, morgen müssen wir zum Merchant. Der hat uns ja dann Neuigkeiten, wie das Dinner lief. Und mal sehen, was der dann zu sagen hat. Ich frage mich, ob wir uns irgendwann gut genug mit ihm anfreunden, dass er uns einfach den Garten überlässt. Oh, der Zombie ist fertig. Wir haben mehr Carrot Seeds. Das heißt, er packt die automatisch in eine Truhe. Dann mach doch direkt mal weiter mit den Carrots. Ich glaube, davon kann ich auch nie genug haben. Gut, gut. Dann... ja, auf zur Kirche. Die Sache ist, wir müssen wahrscheinlich zuerst die anderen Bänke hier abreißen. Ich glaube nicht, dass ich die hier einfach drüber bauen kann. Natürlich nicht. Ja, dann... remove mal alles hier. Die ganzen Bänke. Kostet das auch Energie? Ja, aber nicht viel. Und es gibt sogar ein paar Spare Parts. Hätte ich gar nicht so viele Wooden Planks benötigt. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass wir nie wieder Wooden Planks brauchen, von daher. Und jetzt machen wir die Church Benches. Dann haben unsere Leute nächste Mal auch mehr, worauf sie sitzen können. Die muss ich sogar gar nicht aufbauen. Ja, irgendwas anderes, was wir hier noch machen können zur Verbesserung der Kirche? Nicht wirklich, ne? Ich glaube, wir haben hier schon alles gemacht, was wir machen könnten. Wir könnten die hier vielleicht noch hier hinsetzen. Ich weiß nämlich nicht, was man da sonst hinsetzen könnte. Uns fehlt leider ein Simple Iron Part für den zweiten, aber naja. Wir können sie ja erstmal hinsetzen. So, wir... ich kann hier was craften? Was kann ich denn hier craften? Kann ich das bei anderen Sachen auch? Sehr interessant. Hm. Naja, lassen wir erstmal so stehen. Gut. Dann könnten wir auch überlegen, hoch ins Refugee Camp zu gehen und zu gucken, was wir noch mit den drei Stoff machen können, die wir haben. Ja, dann müssen wir aber, glaube ich, am besten bei unserem Haus rumgehen. Das geht ein bisschen schneller. Ich gehe mal auch davon aus, dass wir noch andere Sachen brauchen, aber weil ich jetzt auch nicht weiß, was und weil ich nicht einfach irgendwie alles mitnehmen will, nehme ich erstmal nichts mit, außer, naja gut, den Stoff, aber der wird uns wahrscheinlich alleine nicht viel bringen. Wir brauchen ja ein Zelt, soweit ich weiß. Das war ja unsere Quest. Komm schon wieder die Fledermäuse, geht mir doch nicht auf den Nerven, ich habe gerade keine Zeit für euch. Geht woanders hin, geht spielen oder so. So, was genau wollt ihr denn hier? Oder was sollte ich nochmal mit dem Stoff machen? Was kann ich bauen? Ich kann bauen. Ich brauche sogar nur zwei Stoff und ein paar Sticks. Ich glaube, die könnte ich sogar hier sammeln. Und dann, ich habe keine Ahnung, das ist einfach nur ein Free Place. Aber die Sticks? Da müsste ich ja eigentlich nur irgendwelche Büsche hier finden, ne? Wenn hier irgendwo welche sind. Oder wenn hier irgendwo welche wären. Sonst sind überall solche Büsche, aber jetzt natürlich nicht diese komischen Trickbüsche. Die sind natürlich nur bei mir unten an der Farm. Da, wo sie halt stören. Hier oben, wo man sie mal wirklich braucht, sind sie nicht. Da ist einer. Und noch einer. Ja, das ist doch wunderbar. Dann schippen wir die einfach mal aus. Es gibt zwei Sticks. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich brauche. Ich mache einfach mal drei Büsche. Wird schon stimmen. Ansonsten sind hier oben auch noch mehr. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. Was braucht ihr so? Wir brauchen... vier. Okay, zwei hätten sogar gereicht. Das ist riesig. Passt gerade so hier unten rein. Wenigstens mal ohne Platzverschwendung. Ja. Bau es mal auf. Dann können wir einen neuen Refugee holen. Ich weiß nicht, warum ich mir hier überhaupt die Mühe mache. Ich meine, ich hatte die Quest, aber trotzdem...
Können sogar zwei neue holen. Aber ich glaube, das mache ich erst, wenn ich mit dem Typen da gesprochen habe, weil hinterher ist das noch eine Quest. Ja, dann heuere mal ein paar neue an. Ja, habe ich schon. Ja, ist mir egal. Heuer noch einen neuen an. Ja, danke dafür. Genauso wird es nämlich laufen, wenn ich jetzt einen anheuere. So, wir können hier auf jeden Fall auch schon mal Zwiebeln und Weizen ernten. Wir haben sogar fast dann wahrscheinlich genug Gold Onion Seeds, um das demnächst dem Typen da zu beauftragen. Unserem Zombie-Gärtner. Ja, dann pflanzen wir mal ein paar neue Gold Onions an und Weizen auch. Und wir können ruhig noch mehr anpflanzen. Und noch mehr Weizen. Haben wir sonst noch irgendwas? Aber nichts, was sich gerade lohnt. Wir könnten halt höchstens mal oben bei den Hops gucken. Gegebenenfalls aber auch schon mal vorher die Seeds mitnehmen. Peat und Maden und sowas packe ich auch erstmal hier rein. Onions können auch hier rein. Brauche ich hinterher für die Burger, aber ich glaube, dafür brauche ich auch erstmal mehr Fleisch. Weizen nehme ich mit in den Keller. Ja, ich sollte da oben eigentlich auch mal eine Truhe bauen, falls das denn geht. Weil das ist ja mal doof, wenn ich von hier da hochlaufen muss, wenn ich jetzt mal nur mich um die Hops kümmern möchte. Hier scheint auch alles fertig zu sein mittlerweile. Das ist wunderschön. Wir haben nur nicht genug Inventarplatz. Aber wir könnten das hier essen. Die Energie kommt uns wahrscheinlich auch zugute. Haben dann aber trotzdem nicht genug Platz. Na gut, pflanzen wir erstmal überall wieder ein wenig Dünger. Und dann pflanzen wir die Samen wieder an. Und dann kriegen wir sogar ein bisschen Platz. So, das sind Bronze-Hopseeds. Ich weiß nicht, ob die vorher auch Bronze waren. Ich glaube aber schon. Und dann haben wir sogar noch mehr, um hier auch noch ein bisschen anzupflanzen. Noch einmal Silber. Noch einmal Bronze. Und ich glaube, das war's, oder? Ja. Gut. Hier oben kann man einen Trunk bauen, oder? Das einzige Problem ist, dass hier nirgendwo wirklich Platz für einen Trunk ist, weil ich finde, die anderen Sachen sollte man alles für den Vineyard komplett nutzen. Das wäre, glaube ich, eine Verschwendung, wenn wir da eine Truhe hinbauen. Von daher müssen wir vielleicht das Laufen dann doch in Kauf nehmen. Aber sei es drum. Dann habe ich lieber einen schön aufgestockten Vineyard als irgendeine Truhe, die mir ein paar Schritte erleichtert. Den Metal Scrap könnten wir eigentlich auch schon mal wieder verarbeiten, weil das über ein Stack geht. Ja, und wir brauchen ja sowieso ein bisschen Eisen. Kann dann einfach durchbraten. Ja, und den Stoff. Oh, wir müssen unbedingt schnell zum Merchant, bevor der abhaut. Was wir mit dem letzten Stoff machen, weiß ich auch nicht, aber das schauen wir bei Gelegenheit. So. Ich brauche 40 Punkte. Also 40 zusätzliche Punkte. What the fuck? Das heißt, ich muss wirklich für den Garten bezahlen. What the fuck? Merchant, ich hau dir gleich einem Dings über, ey. Ja gut, dann hat sich das aber schon mal erledigt. Dann könnten wir halt auch jetzt gucken, ob wir noch ein bisschen Goldbier machen können. Oder generell auch Bier. Für die Taverne und für den Inquisitor am nächsten, also am übernächsten Tag. Das Bier muss ja sowieso ein bisschen durchlaufen. Wäre halt echt schön, wenn man mehrere gleichzeitig machen könnte. Ich meine, wir haben nicht genug Weizen sowieso und Wasser müssen wir auch demnächst nachfüllen, aber trotzdem. Ich kann auch mal gucken, ob ich schon mal ein paar Burger machen kann. Wie viel Fleisch haben wir denn noch? Haben wir überhaupt noch Fleisch? Also hier drin auf jeden Fall nicht, aber wir haben auf jeden Fall einiges an Zwiebeln. Wir haben anscheinend kein Fleisch mehr. Das heißt, wir müssten ein paar Leichen bestellen. Ach doch, wir haben noch Fleisch. Nevermind. Wir können noch 4x4 Burger machen. Ja, das passt doch. Ich glaube, 5 Stück brauchte man. Das Einzige, was wir sonst noch brauchen, ist ein bisschen Dough. Also Burger, Brötchen. Ich weiß gerade nicht, ob wir Dough haben. Bread? Nee, normalen Dough haben wir nicht. Aber den können wir, glaube ich, auch machen, oder? Was brauchen wir denn dafür? Nur Wasser und Weizen. Dann holen wir doch noch ein bisschen Wasser. Wir haben sogar Wasser hier drin. Hätte ich den Eimer gar nicht nehmen brauchen.
Dann können wir Dough machen. Ich glaube... Ja, wir machen einfach mal 8 Stück. Die können dann auch direkt gleichzeitig durchbraten. Und dann... Können wir das restliche Wasser schon mal hier unten in die Kiste packen. Ja, und unsere Hops hier genauso. Und den Weizen. Und die Grapes. Was brauchen wir eigentlich nochmal für die... Wie viele... Wir brauchen 15 Grapes. Und zerstampfen. Wir haben gerade 5. Aber die sind auch Goldqualität dafür. Das heißt, wir können bald Goldwein machen. Weil da brauchen wir nämlich 2 Eimer. Wir brauchen 2 Eimer. Dann haben wir immerhin direkt 20 Wein, den wir verkaufen können. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Weizen. Aber ich weiß halt nicht, wie wir an mehr Weizen kommen, außer dass wir es halt durchgängig anpflanzen. Naja. Bronze Story kann erstmal hier rein. Das Bier ist fertig. Dann können wir auch direkt das nächste Goldbier machen. Und dann geht uns auch schon der Weizen aus. Wir haben schon mal ein paar Burger wieder für... Oder Burgerbrötchen für Burger. Und die können wir dann am nächsten Tag auch direkt mitnehmen. Ja, dann ist die Frage, was wir jetzt machen. Wir könnten zum Baron am nächsten Tag und den fragen, weil der Inquisitor hat ja jetzt die Frau losgelassen. Dann werden wir wahrscheinlich mit ihm noch sprechen. I'm so refreshed. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Ich meine, der wäre ja irgendwo drüben in der Stadt gewesen. Wir können auch gucken beim Miller auf dem Weg, ob wir da noch ein paar Weizen-Seeds mitnehmen können. Ich glaube, bei Weizen gibt es tatsächlich keine Qualitäten. Man kann nämlich beim Bierbrauen keine Qualität auswählen. Und ich habe halt auch noch nie bessere Seeds daraus bekommen. Das heißt, Weizen-Seeds, ja gut, sollten wir trotzdem mit dem Quality Fertilizer belegen, weil dann einfach mehr Seeds rauskommen. Aber ja, wir werden niemals bessere Qualität rausbekommen. Ja, gib mir halt Weizensamen. Das sind Hops. Ich will keine Hops-Seeds. Ich will Weizen-Seeds. Ich weiß nicht, ob du hier unten welche hast. Hops-Seeds brauche ich nicht. Vor allem nicht in Bronze-Qualität. Ist doof. Egal, dann gehen wir weiter zum Baron und fragen den mal, was jetzt mit seiner Frau ist. Sie müsste jetzt freigelassen worden sein. Es sei denn, der Inquisitor hat die falsche freigelassen. Was ich nicht für ihn hoffen möchte. Hallo Baron, wo bist du denn? Der auch nur an einem gewissen Tag? Ich dachte eigentlich, der wäre immer da. Das müssten wir aber eigentlich herausfinden können. Der Baron. Der Captain, den kenne ich doch gar nicht, oder? Looks just like a classic pirate. Someone ought to give him a parrot. Hier, a Gypsy Baron. Nö, der ist eigentlich immer da. Also er hat kein Symbol über dem Kopf. So wie zum Beispiel hier der Bischof, der halt nur an dem Tag kommt. Oder der Merchant, der nur an dem Tag kommt. Ja, wo ist er denn dann? Der ist einfach abgehauen. Ich wollte doch irgendwas von dem. Ich glaube, hatte das nicht irgendwas mit dem Astrologer zu tun? Yeah, try to find out what the Gypsy Baron knows about Esmeralda and her child. Ja, das wäre auch ganz gut, weil der Astrologer kommt nämlich in 2 Tagen. Naja gut, machen wir hier aber erstmal wieder Pause. Ich werde hier noch ein wenig warten. Vielleicht wird er ja noch im Laufe des Tages auftauchen. Oder vielleicht in der Nacht. Und dann kann ich mit ihm reden. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Danach werden wir dann auch zum Refugee Camp gehen und gucken, was wir da Neues machen können. Und ja, dann wird wahrscheinlich auch die Quest mit dem Astrologer weitergeführt werden, hoffentlich. Schauen wir mal. Ja, aber damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye bye.